Auf Erden. Schwer vorstellbar, dass jemand es gegen die Probleme der Zivilisation eintauschen würde. Es sei denn, irgendjemand oder irgendetwas würde ihn dazu verführen. Genau, und damit willkommen zurück zu Indiana Jones und der Turm von Babel. Ich bin endlich mal wieder dazugekommen, aufzunehmen. Mir geht es soweit wieder besser. Auf jeden Fall gut genug, um hier wieder ein bisschen aufzunehmen. Okay, Level 4 ist abgeschlossen. Wir haben diese komische Eiskreatur mit Hilfe dieses Artefakts besiegt und sind durch eine Teleportationstüre oder irgendwie sowas hier gelandet. Ja, irgendwo im Pazifik nehme ich an. Hat man auf der Karte gesehen, ne? Philippinen irgendwie da hinten. Schön. Sonne, ne? Strand, Meer. Wäre ich jetzt auch gerne. Vor allem, dass hier jetzt gerade auch schön kalt ist wieder. Obwohl, zur Zeit geht's eigentlich gerade. Es geht aber. Das Wetter ist trotzdem nicht sehr schön. Ja, dann gucken wir einfach mal. Ich habe mich hier schon umgedreht und zwei Wege gesehen. Gehen wir einfach mal hier rechts entlang. Vielleicht finden wir ja was. Sieht aus, als sei dieser Ort einst bewohnt gewesen. Und das nicht gerade von Höhlenmenschen. Haha, nee. Eher von Japanern. Okay, die Fässer scheinen irgendwie nicht. Okay, hier ist eine Grube. Da sollte ich vielleicht nicht runtergehen, ne? Oh, guck mal. Das sieht mir doch verdächtig nach. Bist du böse? Ja, der ist böse. Oh, der hat ja nicht auf die ausgegriffen. Gehen die Dinge jetzt kaputt oder nicht? Nee, die sind wahrscheinlich nicht explodierbar. Explodierend, wie auch immer. Ja, sieht mir nach einer kleinen japanischen Basis aus. Oh, guck mal, was der hier Nettes hat. Eine Machete. Ja, und damit haben wir auch schon eine weitere unserer Waffen. Die Machete. Die ist jetzt weniger dazu da, Gegner zu bekämpfen, als vielmehr dazu da, um den Weg frei zu machen von Gestrüpp und sieh sich einer das an. Übermäßigen Spinnennetzen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts, ne? Nee. Mal noch schnell da hochgucken. Nee, hier ist nichts. Absolut nichts. Dieses Level hier finde ich eigentlich, was das Design angeht, ganz nice. Vor allem diese Ecke hier, das, ich weiß nicht. Ich mag das, wenn man irgendwie an so Orten ist und dann noch Spuren von vergangenen Zeiten entdeckt, die noch ziemlich unberührt sind. Hier sieht man ja, das ist alles schon ein bisschen vergammelt, ne? Aber es zeugt von Geschichte. Naja, gut. Dann gehen wir mal hier noch entlang. Und hopp. Genau, hier können wir nämlich auch gleich schon die Machete einsetzen. Wie man sieht. Da scheint was drin zu sein. Okay. Also, diese Aussage finde ich nicht sehr geil. Deswegen. Oh. Zieh doch die Waffe, Mann.
Heieiei. Schau's dir an, wie es da rumhockt. Ja, leck mich am Arsch. Boah, ich dachte gerade, da ist nochmal so ein Vieh. Aha. Und hier haben wir nämlich auch schon, wie im letzten Level gezeigt, mit diesem Artefakt kann man ja so rissige Wände oder so zerstören. Im letzten war es ja so eine Eiswand. Hier ist es eine ganz normale Steinwand und die wird uns auch öfter begegnen als Eis, weil ich glaube Schneegebiete oder so kommen nicht mehr vor. Wobei ich mir da gerade nicht mehr sicher bin. Hey! Keine Falle, okay. Die Fratze hat mich gerade nur ein bisschen vorsichtig werden lassen. Genau, hier haben wir nämlich nochmal was für die Machete, ne? Das ist jetzt hier so Lianengestrüpp. Ah, Alter, der kann da einfach durchlaufen. Ja, what the f... Oh, ja, der hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Ah, hier ist wieder, irgendwie so ein kleines Lager. Was ist das? Und hier ist ein Spaten. Eine Schaufel. Oder eine Schaufel. Das wollte ich nur mal schnell gucken. Okay, das wäre auf jeden Fall kaputt gegangen. Just for fun. Hier ist irgendetwas. Oh. Okay, dann kann man hier, glaube ich, diesen Spaten benutzen. Schaufel. 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 Schau sich einer das an. Was haben wir denn hier? Eine Statue. Eine Statue, okay. Was haben wir hier hinten noch? Aha, guck mal. Heilkräuter. Das muss man auch beachten bei dem Spiel. Immer hinter Steine gucken, da kann immer was sein. Ich habe da oben noch was gesehen. Okay, eine Statue. Aber da komme ich, glaube ich, nirgendwie hin. Nirgendwie? Nee, keine Ahnung. Oder? Kann ich hier vielleicht irgendwo... Nee, das ist alles... Nee. Da geht nix. Also wieder zurück. Ach, mir fällt gerade ein, ich muss meine Aussage von vorhin doch etwas korrigieren, dass man die Machete eher nicht als Waffe einsetzt. Und zwar benutzt man die schon als Waffe. Und zwar sogar... ist sie ziemlich wichtig, weil hier ist Wasser, ne? Wasser war ja bis jetzt nicht so interessant. Hier wird's interessant und naja, da unten schwimmt zahlreiches Getier rum, das mich auch angreifen wird und da Schusswaffen im Wasser eher schlecht funktionieren, ist die Machete hier in diesem Spiel die einzige Waffe, die unter Wasser einen effektiven ich sag mal Schutz darstellt. Oder Verteidigungswert hat. Und deswegen ist die gar nicht mal so unwichtig. So, ich guck mal jetzt hier noch schnell nach da hinten. Ist da noch irgendwas? Nee. Ansonsten schwimmen wir dann darüber in die, auf die andere Seite. Oh, eine Krabbe. Guck, wie er davon flitzt. Also einmal mal ins kühle Nass. Da kommt nämlich auch schon so ein Freund. Genau das meinte ich. Vor allem kühles Nass, ne?
Wir sprechen hier von der Südsee. Da wird es wahrscheinlich trotz allem ziemlich warm. Oh, ziemlich warm sein. Das Wasser. Wie viel hält der denn aus? Ja, oh Mann, da war ich schon wieder. Was ist das? Stecke ich einfach die Waffe weg, bevor überhaupt, ne? Also, das darf so nicht passieren. Oh je, da sind wieder Spinnnetze. So, jetzt macht man mal einfach überlegt. Ich mach's mal schnell Licht. Weil da oben, ich weiß, man erkennt es vielleicht nicht so gut, aber so ungefähr in der Bildschirmmitte sitzt so ein achtbeiniger Freund. Vielleicht kann ich die irgendwie triggern, bevor ich das Ding hier durchschneide. Da scheint was drin zu sein. Und? Nee, kommt nicht. Weil... dann hätte ich nicht das Problem mit der Waffe wechseln, ne? Ja, jetzt kommt er nämlich. Okay, ja, war jetzt kein so großes Problem. Ah, guck! Der ist zum Beispiel... und den kann ich auch durch die Spinnennetze durchschießen. Alles klar. Gut, hätten wir die... Game Mechanics nochmal geklärt. Wow, der Krieg ist nicht gerade sanft mit dem Schiff umgegangen. Und mit der Besatzung vermutlich auch nicht. Ach, ich mag diese Musik in diesem Spiel, diese epische Musik einfach, ne? Man entdeckt so ein komisches Schiff und auf einmal kommt epische Musik. Ein Torpedo. Und immer noch in gutem Zustand. Dieser Torpedo benötigt einen Zünder. Aha. Und ich wette mal, dass der auf diesem Schiff da drüben ist. Wo ich jetzt auch einfach mal hingehen werde. Schön die Machete gezückt und ab ins Wasser. Ach, da kommen sie nämlich schon angeschissen. Hallo, wie soll ich denn jetzt? Alter! Please, fuck off. Ach, ich sollte einfach schwimmen. Das hat so doch keinen Sinn hier. Das sind ja ewig viele. Ach ja, und diese komischen Kugeln hier unten, das sind Wasserminen. Nehme ich mal einfach an. Sehen zumindest so aus und ich werde jetzt nicht reinschwimmen. Oh je. Ich sehe schon, das wird mich verdammt viele Medikits und so kosten. Dieses Level hier, mit wenn ich da des Öfteren mal da durchschwimmen muss. Durch das Meer, Wasser, oder was auch immer. Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen, okay. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Den kann ich hier. Ne, da ist auch nichts zu machen. Schauen wir mal nach vor. Aha. Die Zündvorrichtung für einen japanischen Torpedo. Aha. Also haben wir das doch schon mal gefunden. Okay, das kann ich kaputt machen. Bringt mir das irgendwas? Ja, wieso? Das bringt absolut gar nichts. Was ist mit denen da hinten? Okay, die kann ich anscheinend nicht kaputt machen. Was ist da? Komme ich da irgendwie rüber? Ach, guck mal da, der Boden. Der sieht so aus, als ob ich da wieder rumschaufeln könnte. Aber egal, jetzt erstmal wieder zu dem Torpedo. Den mal mit einer Zündvorrichtung bestücken. Dafür müssen wir wohl leider nochmal durch das Wasser durch. Egal. Todesmutig springe ich ins kühle Nass. Oh, da ist gleich eine Mine, Alter. Das sollte ich vielleicht lassen.
Dorf. Oh, was ist nun los? Wieso wird da meine Maus angezeigt im Bildschirm? Aua, Alter. Warum wird auf einmal meine Maus angezeigt? Na egal. Ja. Ich weiß nicht, ob man es dann im Video sieht, oder dass meine Maus hier mitten im Bildschirm ist. Egal, das ist auf jeden Fall mal ein guter Stichpunkt. Die Folge ist lang genug. Dann sage ich mal, den Torpedo aktivieren wir in der nächsten Folge und dann schauen wir doch mal, was da passiert. Dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen. Wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, könnt mich auch gerne abonnieren. Und dann bis zur nächsten Folge von Indiana Jones und dem Turm von Babel. Bis dann. Tschüss.